Bullshit! Hey Freunde, hier ist wieder Timberborn und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Five Nights at Freddy's Into the Pitch. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. In der letzten Folge haben wir Freddy Fazbear abgelenkt, alle Arcade-Games gespielt und das Kind gefunden bei den Kameras, üble Jumpscares gekriegt und jetzt brauchen wir irgendetwas Schweres. Ich will nochmal kurz nachlesen. That thing is jammed, the freezer hand, like, I can't open it, but I bet I can smash it open if I find the right tool. Wir brauchen irgendein Werkzeug. Hör ich schon wieder ein Telefon. Der war mies. Warum hör ich ein Telefon? Vielleicht im Storage finden wir was. Kameras vielleicht? Ne, ich glaube nicht. Ne, hier gibt es hier kaum was, glaube ich. Oder? Hey, some batteries. Oh, nice. Was bist du? My dad's wedding ring is in here. I need to get him back to mom. Der Hochzeitsring von seinem Vater. Spannend. Okay, spannend. Warum geht das Licht aus und dann wieder an? Da wollte ich eigentlich nicht hin. Jetzt ist das Telefon wieder weg. Okay, spannend. Wir schauen mal im Keller. Oh, er ist noch hier irgendwo gerade. Jetzt nicht mehr. Aber hier finde ich höchstwahrscheinlich auch nichts mehr, ne? Ne, sieht nicht so aus. Mach die Taschenlampe wieder raus, muss Batterie sparen. Hier finden wir höchstwahrscheinlich auch nichts, ne? Vielleicht, ich habe so eine Idee. Vielleicht bei der Mill finden wir was. Ich habe so das Gefühl, bei der Mill finden wir was. Oder warte mal, find a way to open the freezer. Hat Chef vielleicht hier hinten irgendwo einen Hammer oder so? Hier in seinem Keller. Sieht nicht so aus. Da würden zwar Hämmer herumhängen, aber ich kann sie leider nicht mitnehmen. Gehen mal hier ins Storage. Ich will hier noch ein bisschen durchsuchen. Vielleicht finden wir hier was. Das ist irgendwie Hammer oder so mäßig. Ne, das war der Weg in die Arcade, genau. Hier ist das Storage. Ah, hier ist es jetzt auch offen. Okay, speziell.
Sieht so aus, als wäre hier nix. Nee, okay. Okay. Gehen wir da wieder rüber in die Arcade. Und gehen dann mal irgendwo anders hin. Wo waren wir noch nicht? Ah, warte mal! Broken, and it would have been just what I was looking for. Broken, oh mein Gott. Wait a minute. Ich weiß, was wir suchen. Wir suchen diesen Holzhammer, aber leider ist er hier auf dieser Seite der Timeline. Kaputt. Am anderen Ort ist er an der Arcade nur festgebunden. Weil Bonnie dort Ding festgehalten hat. Mike, oder wie der Typ hieß. Also müssen wir mal versuchen, mal in die Arcade zu kommen. Was eventuell nicht leicht wird. Aber die Vents sind halt schon unsere besten Freunde, muss ich sagen. Also ich liebe die Vents. Weil es sind so übelste Shortcuts. Und vor allem, du kommst jetzt mit dem, jetzt wo wir wissen, dass hier ein Vent ist, kommen wir am besten einfach gerade so ins Zentrum der Location. So, hier, das Ding brauchen wir. Mach nicht zu viel Lärm, Mann. A hammer, perfect for smashing. Das hat so viel Lärm gemacht. Irgendjemand ist hier. Die Frage ist nur wer? Der gelbe Hasenmann oder Chica? Es ist Chica. Erinnert ihr euch noch an die erste Begegnung mit Pittspring Bonnie in Killer in Purple 2? Boah, das war lustig, Mann. Das war richtig lustig. Nee, ich glaube nicht. Aber die meisten stehen hier einfach. Hier vorne stehen sie rum. Oh mein Gott! Das ist Spring Bonnie! Wie riesig ist das Vieh? Oh mein Gott, wie riesig und schnell. Oh mein Gott, hat mir der gerade einen Schrecken eingejagt. Sehr nice, Chica ist gerade gegangen. Schnell rüber in die Küche. Smash das Teil. Zack. Das wird so viel leer machen, ne? Oder auch nicht. Got it. She did? You saved me. Run to the exit before Freddy kommt. Dürfte ich mich auch bewegen? Nein, nicht schon wieder der Hasenmann! Oh, Bonnie! Zum Glück ist Bonnie so auffällig. Zum Glück ist der so auffällig. Wenn der nicht so auffällig war, dann wäre es kritisch gewesen. This should just keep getting worse and worse. This ends tomorrow. Tag 5. Jo, beenden wir jetzt schon das Game oder was? Ja, okay, er schiebt aus Halluzination. No! Did I sleep all day? I'm running out of time. No more school, no more distractions. I'm bringing Dad home. Go to the ball pit. Ich gehe mal nicht durchs Esszimmer. Ich
Jo, warum ist jetzt unsere Wohnung so plötzlich so am Arsch? What the hell? Unsere Wohnung ist irgendwie schlechter im schlechteren Zustand. Oder täusche ich mich? Keine Ahnung. So, Pizzeria. Pizzeria Tag 5. The animatronic characters here get a bit quirky at night. When I go in there, I'm not sure if I'll come back out. But I guess I'm as ready as I'll ever be. Okay, das hat gerade ziemlich speziell ausgesehen. It's me. Ja, moin, die Nacht startet direkt. Go to the ball pit. Ist das heute schon die finale Folge? Ja, moin. Jeff ist auch nicht hier. Wo ist Jeff? Oh, hallo. Okay, mit dem kann ich nicht reden. Keine Ahnung, wer das ist. Irgendein glasköpfiger Mann. Schauen wir mal. What? Why is it locked? Of all the times for Jeff to actually lock this door. I'll better hurry up and find him. Er wollte ja was machen. Geh mal in die Küche. Entweder ist er am Backen. Nein, dann ist er am Umbauen. Entweder in der Arcade oder hier irgendwo. Jeff? Jeffy Boy! Wo ist Jeffy Boy? Vielleicht im Storage? Könnte sein. Auch nicht. Vielleicht bei den Kameras? Ah ja, da ist er. Er spielt dieses komische Kartenspiel. What you doing there, Jeff? What's it look like, kid? Working? What are you doing barking into my office? I need to get into the ball. I mean, I left my jacket in the room with the ball pit the other day. Can you let me in there? Ha, nice try, kid. You're wearing the exact same jacket you wore when you went in. No, I'm not. This is my backup jacket. The other one has my wallet. I kinda need it to buy pizza. Oh yeah, that's pretty important. Here, take the key, but don't go playing around that ball pit again. I promise I stay out of there as soon as I'm done. Never wanna see that thing again anyway. That gross, huh? You have no idea. Kann ich nochmal mit dir reden? Stay out of that gross pit. I get pink eye just from looking at it. Ich weiß zwar nicht, was pink eye ist, aber egal. Oh shit! What the hell? Warum? Was macht? Hallo? Geh rein! Was macht der Typ hier? Ja, okay. Er kommt einfach hinterher. Verstecken. Nerv nicht! Moment! Es ist noch nicht zu Ende. Yes! Im Office läutet schon wieder das Telefon. Warte kurz, bis er rauskommt. Okay, es könnte sein, dass die heutige Folge ein bisschen länger wird. Um das erste Ende hinzuholen. Boah, aber der Typ kommt einfach gerade instant. Holy shit. Das war ein knappes Ding, ey. Das hätte jetzt richtig schief gehen können. So, he gone. Telefon. Hello?
imagine working here. Honestly, 5 days is a long time for someone in this position. So I'm sure you are doing great. But as a tradition, if you have decided to move on to other things, just make sure that you pass on the important notes to the next person to help them settle in, like what I did for you. It sure helps a lot. Okay. Kann ich das über Warmlichtieren mit Tape? Digga, er ist doch sicher. Ich bin zum Arsch. Nee, kannst du nicht outrun. Okay, das Office ist schon mal nicht. Okay. Das ist halt so doof, wenn du in der Sackgasse bist, du kannst nicht ihn outrun. Wie ein Ding. Ja, okay, ich muss wieder von hier starten. Ich hasse die Checkpoints. Das ist das Einzige, was ich an diesem Game hasse. Das sind diese Drecks-Checkpoints. Setz doch den Checkpoint. Oh mein Gott, muss ich jetzt... Okay, wir sehen uns gleich wieder. Ich muss Chef nochmal suchen, höchstwahrscheinlich. Ja, muss ich. Okay, wir sehen uns gleich wieder. So, wir sind wieder im Vent. Und wir müssen wieder Spider-Game spielen. D. S. F. A. Okay. Jetzt hat das Telefon natürlich auch nicht gespeichert. Willst du mich eigentlich verarschen? Namen landet hier. Ich möchte eigentlich noch das Telefon machen, weil das ist das Event schon speichert. Also, dass wir das wieder gemacht haben, weil vielleicht ist es wichtig für ein Ending. Vielleicht, I don't know. Warum will ich jetzt eigentlich nochmal kurz warten? So I'm sure you are doing great. But as a tradition, if you have decided to move on to other things, just make sure that you pass on the important notes to the next person to help them settle in, like what I did for you. It sure helps a lot. Let me out of here, you stupid rabbit. Hey, are you alright in there? I was locked in here by some strange rabbit. Can you find a way to get me out? I'll find something. Wir brauchen irgendwie einen Schlüssel. Oh, scheiße, das wollte ich nicht. Das war jetzt gerade ziemlich dumm. Dann können wir erstmal schon mal den Keller durchsuchen. Ein bisschen dumme Fehler gemacht. Was sagt er hier? Best to leave these alone, worried they'll spring to life if I poke at them. Okay. Okay, im Keller ist schon mal nix. Warte, wir haben die Bühne noch nicht abgesucht. Where did all these things come from? What the fuck? It looks like there's something shoved inside of them. Party room key card, yes! Dann schnell wieder hier hinten in den Vent.
Gregory, did you ever heard of the game Among Us? Oh my god. Ich glaube, es ist gerade safe. Oh mein Gott, jetzt muss ich diese Keycard noch hervorsuchen. So, jetzt. Thank you, I thought I was done for. Before you get out of here, I'm looking for my dad. Have you seen him? No, I haven't seen anyone else, but I've been hearing weird noises coming through the vent in here. I've definitely heard a man mumbling and snoring. Oh man, that's gonna be him. I think you're clear to run straight to the exit. Just be careful. Okay, good luck. Haben wir's? Haben wir's? Dad! Dad, you're alive! Oh oh. Sounds like something is trying to get in. I better hide. Vent! Mein bester Freund und Helfer! Not taking him away again. Great, the bear is outside there. Must be wieder hier lang. Die Frage ist wohin? Ich habe so ein bisschen einen Verdacht, wo er ihn hinbringt. Ich habe so einen kleinen Verdacht, weil ich das Buch gelesen habe. Ja, genau, ich wusste es. Komm schon, schieb ihn durch, schieb ihn durch! Dad, Dad! No, not dead! Please don't be dead! Komm schon! Wach auf! Oswald, what happened? Oh no, jetzt wurden wir wieder hineingezogen. Oh shit. Oh Gott. Oh. Ist das das Ende? Das ist das Einsterne-Ende. Oh mein Gott. Boah, aber das Game macht schon Bock wie nichts anderes. Das ist schon geil. Aber das ist nicht das offizielle Buchending gewesen. Das ist nicht das Canon-Ending. Auf keinen Fall. Komplett vergessen und Freddy war nur einmal da, musste ihn ablenken und dann war er keine Bedrohung mehr.
Das war irgendwie ein bisschen speziell. So gesehen. Weil Chica hat eigentlich den längsten Auftritt vom Trio. Und war auch so ein kleines Hindernis. Bonnie war halt immer unter den Tischen versteckt, aber man hat ihn meiner Meinung nach zu gut gesehen, um von ihm erwischt zu werden. Thanks for playing. Und Freddy, ja, der verschwand halt einfach, nachdem man ihn weggelockt hat. Chef's Pizza Dining Hall, Freddy Fazbear's Dining Hall. Kommt da noch was? Oder... Nee. Okay, dann hätte ich gesagt, ich bedanke mich herzlich fürs Zusehen. Wir machen in der nächsten Folge, ich glaube, nächste Folge ist die letzte Folge, die wir machen über dieses Projekt hier, über dieses Spiel. Wir machen in der nächsten Folge noch die restlichen Endings. Ich bedanke mich auf jeden Fall herzlich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Thank you.